Wir kommen zu den Bewegungsformen von den 6- bis 10-Jährigen. Als allererstes Häschensprung. Ja? Hände kommen an den Kopf, ihr geht in die Hocke und springt dabei nach vorne und landet wieder in der Hocke. Ja? Sprung. Der Häschensprung. Als nächstes die Schildkröte. Ihr seid auf allen Vieren. Ja? Und die Knie, die kommen knapp über den Boden hoch. Ja? Und dabei bewegt ihr euch einmal auf alle Viere, sodass die Knie nicht auf den Boden kommen. Genauso. Als nächstes Affenvariation. Ja? Bei der Affenvariation 1 nehmen wir einmal die Füße seitlich nach oben. Das heißt, der Affe bewegt sich seitlich und nimmt immer wieder die Füße hoch. Ja? Bewegt sich seitlich und nimmt die Füße hoch. Ja? Bei der zweiten Variation springt der Affe ja, mit den Füßen rechts und links vorbei. Das heißt, wieder auf allen Vieren und die Füße nach rechts und Füße nach links. Einmal ganz fix, rechts und links. Als nächstes kommt der gefährliche Alligator. Dafür seid ihr einmal in der Liegestützposition. Ja? Und bewegt euch einmal in kleinen Schritten wie der Alligator nach vorne. Und haltet wirklich die Liegestützposition. Das ist ganz wichtig. Ja? Probiert es mal aus, den Alligator auf allen Vieren in der Liegestützposition. Windhund mit Popo unten. Den normalen Windhund solltet ihr kennen. Wir zeigen euch mal ganz fix den Windhund mit dem Popo runter. Erst die Hände, dann die Füße. Hände, Füße. Und wichtig ist, dass der Popo unten bleibt. Ja? Als nächstes Nudelholz mit Burpee. Ihr legt euch einmal auf den Bauch, rollt euch einmal, sodass ihr wieder auf dem Bauch liegt, springt mit den Füßen nach vorne und macht einen Strecksprung. Das Ganze noch einmal auf den Bauch legen, drehen und einmal Füße nach vorne und Sprung nach oben. Sehr schön. Letzten zwei Aufgaben. Der Skorpion. Ja, der Skorpion hat den Stachel einmal in der Luft. Das heißt, er wird einmal genau auf allen Vieren den Stachel nach oben nehmen. Genau richtig. Und dann nach vorne bewegen. Schneiden wir raus. Alles gut, schneiden wir irgendwie raus. Also der Skorpion hat einmal den Stachel oben und er bewegt sich einmal nach vorne. Hände nach vorne und mit dem einen Bein kommt ihr hoch und mit dem anderen bewegt ihr euch. Und die letzte Aufgabe ist die Raupe mit Liegestütz. Dabei seid ihr wieder auf allen Vieren und jetzt bewegen sich als erstes die Hände nach vorne, sodass ihr in einer Liegestützposition seid, macht einen Liegestütz und jetzt kommen die Füße nach vorne. Dann anschließend wieder die Hände nach vorne, einen Liegestütz und dann wieder die Füße nach vorne. Raupe mit Liegestütz. Das waren die Bewegungsformen von den 6- bis 10-Jährigen.